Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir werden heute wieder mal was arbeiten, und zwar mit dem 108S von meiner Frau. Und wir werden grubern mit dem Gassner-Gruber, den müssen wir jetzt anhängen. Und ja, dann werden wir grubern fahren, ne? Die Tür hätte ich auch gleich auflassen können, ne? Müssen wir eh noch absteigen wegen einem Anhänger, ne? Es ist fast klar. Diese engen. Alles voll geramscht, ne? Schaut doch nicht schlecht aus. So. Jetzt. Zack. Jawohl. Perfekt. Oh, voll gut haben, genau. So. Aber jetzt machen wir zu. Ja, gut, es ist 8 in der Früh, aber ist ja doch relativ warm. Machen wir gleich auf. Nachher, wenn es zu viel staubt, kann man eh zu machen, aber ich glaube, es ist heute eh nicht so staubig. Ja. Ja, eng ist er schon da hoch, ne? Aber hey, macht er nichts. Die keiner, jawohl. Dann gleich nochmal blinken. Ja, ist. Aber ist ein nettes Dorf da. Leute mich alle gut in den Empfang genommen, ne? Oh, und jetzt sind wir schon wieder falsch, ne? Ja, das ist das, wenn man wo neu ist. Da ist man sich so sicher, dass man richtig ist, aber dann ist man doch falsch. So, dann drehen wir halt um. Bin ich schon wieder falsch gefahren. Irgendwo müssen wir da. So, da müssen wir, glaube ich, rein. Ja, genau. Eh keiner. Oder. So. So. Machen wir jetzt. Ja, es geht besser, wenn wir zumachen, ne? Weil sonst staubt es uns wirklich noch an. War, glaube ich, nicht so staubig, aber sicher ist sicher, ne? So heiß, dass wir jetzt da extrem schwitzen, ist ja auch nicht. Da drüben an ist besser, oder? Ist ja auch nicht so klein, das Feld, ne? Die Wiese da gehört uns auch. So. Aber da sind wir jetzt eh beschäftigt, den Randl mit dem Gassner-Gruber. Und ja, was ich euch auch noch nicht gesagt habe,
Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nicht so extrem realistisch wie auf der Alpenvorland gestalte. Das heißt, es wird auch Außenkamera fahren, es wird auch Zeitraffer geben im Gegensatz zur Alpenvorland. Das ist auch einfach, also ich glaube, dass es dann für euch zum Anschauen schöner sein wird. Und ja, das heißt, es wird nachher auch Außenkamera gefahren werden. Und ja. Zeitraffer und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Zeitraffer. We'll be right back.
Ah, wir sind fertig mit dem Gruben. Ja, hat eh ein Randl gedauert, ne? Mit dem Gruber. Ja gut, da haben wir nur zwei Felder, ne? Das und eines, das ist glaube ich noch eine Spur größer sogar. Ja. Das sieht man wieder überhaupt nichts aus, ob wer kommt oder nicht. Sind wir toll. So. So, wieder dreckig der Traktor, ne? Sieht man, dass man was gearbeitet hat. Na, das passt. Ich glaube, das. Ich glaube, bei dem B hat es ja rein, so, dann schauen wir mal da. Maße. Nee. Aber jetzt. Wirklich jetzt so viele Traktoren auf so einem kleinen Hof. Wahnsinn, ne? Ja. Meine Frau und ich. Wir sind ja schon fast da schon die alten Feindsammler, ne? Aber die sind auch schön, die Feind mit der eckigen Haube. Sind ja auch schön. Ja. Haben wir eh genug Arbeit nachher wieder nachher beim Anbauen, weil es werden wir ja wieder bald was dort anbauen, wo man ja, zumindest eine Grünbrache oder so. Das heißt, mit der Kombination fahren. Bevor wir mit der Kombination fahren, müssen wir ja düngen eigentlich noch, dass wir das Gedüngte gleich einarbeiten, ne? Und dann ziemlich bald drauf gleich sehen, dass die Pflanzen noch was vom Düngen haben, ne? Na, dann müssen wir nachher mit dem großen Traktor die Presse rausfahren. Dann hängen wir an den auch gleich die Dinger an. Mal das mit dem großen. Oder mit dem anderen. Mit dem 3-9er. Ja, düngen. Das können wir mit irgendeiner von den kleinen. Ja, mit meinem 108er LS machen. Machen wir dazu. Zack. Ja. Sollen wir das schon rausstellen? Wir können das eh heute eigentlich gleich, dass wir das dann erledigt haben. Auch da, dann stellen wir es raus gleich. Das ist auch unnötig, was mache ich, mache ich nur zu, aber es ist eigentlich unnötig zu machen, wenn wir eh absteigen müssen wegen Anhängen und. Knapp mit dem Reifen, ne? Stellen wir es da mal da. Dahin. Ja.
Stellen wir den da ab derweil. Und dann holen wir den anderen, mit dem tun wir dann mit der Kombination fahren. Beziehungsweise wir müssen vorher noch eine Düngersteuer rausholen, ne? Sonst kommen wir nachher an die Kombination ja auch nicht mehr ran. Aber auch da. Da holen wir halt zuerst den Düngersteuer raus, ne? Dass wir nicht immer durch die Wiese fahren, fahren wir da raus. Hat erwartet. Haben auch recht. Der pickt eh ab, jawohl. Oder? Wir machen es anders. Machen wir das mit dem? Wir machen es anders. Wir bringen Gülle oder so aus und tun die Gülle einarbeiten, glaube ich. Das ist auch unnütz. Hätten wir ja auch wenn dann schon vorher machen sollen. Ja. Beziehungsweise die Frage ist, müssen wir überhaupt düngen? Ja, ich schau mal. Ja, düngen müssen wir drin, aber wir machen es anders. Wir fahren, glaube ich. Mist. Mist haben wir wieder keinen. Aber Dünger steuern ist jetzt dumm. Machen wir einfach Gülle. Na gut. Dann sehen wir uns wieder, wenn es voll gelaufen ist, es fahrt. So, das Fass ist voll und jetzt machen wir uns auf und es gleich ausbringen. Bei dem spürt man das Gewicht vom Fass, ne? Oh, bremsen. Ich will noch einschlagen, dass ich nicht so roll, aber. Seht's? Ich rutsche, obwohl ich halt stehen sollte. Der Reifen. Ist fast, das ist so schwer. Da schiebt's den Traktor richtig nach vorne. Wahnsinn. Das nächste Mal fahren wir mit Güllepass mit einem größeren Traktor. Mit einem von den zwei großen. Was sind welche hinter mir? Perfekt. Die freuen sich, dass ich jetzt nicht mehr vor ihnen bin. Ich glaube, der Traktor ist wirklich ein bisschen zu schwach für das Fass. Da müssen wir uns merken, das nächste Mal fahren wir mit 4S oder mit 309 LSA. Na, jetzt geht's. Jetzt hat er einen Schwung. Na? Idealrad. Was ist los?
Braucht er gleich viel mehr Leistung, wenn du das Fass anschaltest. Wir stehen ja fast. Schon schlimm. Jetzt noch was. Ja. Nächste Fuhre fahren wir gleich mit einem anderen Traktor. Hält er jetzt den Schwung bei? Ja, jetzt geht's. Immer leer. Jo. Leere Fass schiebt doch nicht so, ne? Ich habe einen anderen Traktor an. So, bin jetzt mit einem anderen Traktor unterwegs, weil der andere war ja offensichtlich zu schwach. So, und der keiner, jawohl. Ja. Da sind wir wieder. Gibt's ja nicht. Ist ja auch nur so langsam fahren. Hat er etliche PS mehr. Schießen das Feld von der Form her. In dem Sinne ist uns im Alpenvorland schon besser gegangen. Da haben wir so einen. Ja gut, wir haben nachher auch zwei Felder gehabt, ne? Aber die waren relativ gerade im Vergleich zu den Feldern hier, ne? Okay, da.
Und man hat sogar shoppen mit einer Fuhr. Jawohl. Immer noch mal quer vorne reingehen. Lass mal alles rausblasen. Ein Wunder, dass es noch nicht la ist. Ja, wir sind fertig mit Gülle fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Einarbeiten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder und ciao!